Heute zeige ich dir eine Karte mit Lesezeichen. Dazu verwende ich das Stempelset Chillkröten, eines meiner Lieblingssets aus dem neuen Jahreskatalog. Und, gute Nachricht, eine zweite Variante mit diesem Stempelset und in der gleichen Kartenfalltechnik gibt es auch beim Stempelnerd. Also sei gespannt und bleib dran und schau dir später auch unbedingt das Video von Jonas dazu an. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Jo, heute also nochmal eine Lesezeichenkarte oder eine Faltkarte mit Lesezeichen. Verwendet die Chillkröten. Ich spiele ja im Moment gerade mit den Materialien, mit den neuen Spielzeugen aus dem Jahreskatalog 2021-22 und bin glücklich, dass die Chillkröte hier endlich eingezogen ist. Am besten du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln, nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Wenn dir meine Ideen und Anleitungen gefallen, dann gib mir doch gern einen Daumen hoch und abonniere am besten gleich meinen Kanal, das kostet dich nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Anleitungen. Was brauchst du dafür für Material? Ich habe heute gearbeitet in Schwarz, Grundweiß, Aventurin und Gold. Verwendet habe ich die Stanze-Schildkröten, das Stempelset dazu, Embossing in Gold, dem Versamark-Stempelkissen. Memento brauche ich, Aventurin-Stempelkissen werde ich brauchen. Und das Designerpapier Tintenkunst lag noch auf meinem Arbeitstisch. Das habe ich hier wunderbar gewinnbringend, finde ich, eingesetzt. In Schwarz die Grundkarte, der Farbkarton in den Maßen 21 x 14,85. Wir falzen das gleich, geht also da weiter zugeschnitten. Dann brauchen wir für die Innenseite eine Mattung. In Aventurin habe ich die zugeschnitten in 10 x 14,3 cm und den Aufleger, in dem Fall in dem Designerpapier, in 9,5 x 13,8 cm und habe das auch schon zusammengeklebt. Für die Rückseite brauchen wir ein Stück Farbkarton in Weiß in den Maßen 10 x 14,3 cm. Und vorne brauchen wir noch einen Querauflieger, nennen wir den mal. In Aventurin habe ich zugeschnitten ein Stück Farbkarton in 6 x 10,5 cm. Meine Mattung ist dann nochmal im schwarzen Farbkarton mit 5,5 x 10 cm. Und das Designerpapier in 5 x 9,5 cm. Kannst du alles variieren, gestalten, wie du möchtest. Das sind meine genauen Maße. Und dann haben wir noch einen Kreis. Da habe ich verschiedene Kreise übereinander gelegt in Schwarz, Aventurin und den letzten oben in Grundweiß. Etwas für den Tag brauchen wir noch Farbkarton in Grundweiß und ich habe die Stanzenanhänger nach Maß verwendet. Du könntest dir den aber genauso zuschneiden aus Farbkarton und dann mit deiner Anhängerstanze stanzen. Es sind dort zwei große Tags drin. Der mit den größeren Ornamenten. Das ist der, der passt, denn der ist in der Breite nur 4,5, der andere ist 5 cm und das wird dann zu eng. Den habe ich und den habe ich mir gleich in Schwarz und Weiß gestanzt. Jo, womit fangen wir an? Ich hatte eben noch einen Plan, jetzt habe ich ihn wieder vergessen, das macht aber nichts, wir werden es schaffen. Ich zeige dir noch einmal meinen Papierzuschnitt mit einem Stück weißen Farbkarton, dann sieht man das gut. Ich habe also das A4-Blatt bei 14,85. Kennen wir ja schon diese Millimeter-Sachen. Einmal abgeschnitten, erhalte zwei Karten daraus und brauche jetzt Falzlinien. Die eine ist in der Mitte bei 10,5, die setze ich zuerst an, weil mir das immer ganz logisch erscheint. Und dann brauche ich von dem Feld nochmal die Hälfte, also schiebe ich auf 5,25. Jetzt wollte ich es wieder weiter in die Kamera, weil ich haue ja hier immer ab, wie wir wissen. So, dort passt. Und lege da die zweite Falzlinie an. Jetzt brauche ich mal kurz einen Bleistift. Das Ganze ist ja 14,85 und da setzen wir uns in der Mitte eine Markierung. Ich lege die von da oben an, das ist jetzt nicht so millimetergenau wichtig, witzig, also wichtig oder notwendig. Ich lege sie an bei 7,4, die Markierung und dann ziehe ich meine schräge Kante mit der Schneideklinge.
lege an die Markierung also genau an und hier oben an die Falzlinie der Mitte bei 10,25 und schneide einfach die Schräge ab. Das kann man bestimmt noch verwenden. Geht aber erstmal auf die Seite. Jo, und dann habe ich meine Rundkarte fertig. Falls du das auch gleich noch, dann siehst du das nochmal. Übrigens, wenn du diese Schneideklinge mal so nach oben stehend hast, einfach mit dem Falzbein rübergehen. Also, dann ist die glatt. Das ist nicht zu fassen, aber es ist so. Und jetzt falze ich das zurück in die andere Richtung. Und so siehst du, habe ich mein Fach für das Lesezeichen oder für den Tag schon fertig. Okay, jetzt können wir in Schwarz weiterarbeiten. Also meine Karte gesagt, soweit habe ich sie. Wir kleben auch schon ein bisschen auf. Warum nicht? Dieses hier innen rein. Ich nehme jetzt den Stampin' Snail. Nicht den Plus, sondern den anderen, weil ich der Meinung bin, das hält auch damit super, weil ich muss auch keine Gewichte dran hängen. So. Hier genau einlegen. Mattungen überall ausmitteln. Es drückt wunderbar. Jetzt kommen wir zu dieser Haltung. Unten ist es zum Kleben der Tasche. Unten ist es nicht so dramatisch. Du kennst mich ja schon, da arbeiten wir mal ganz schnell mit doppelseitigem Abreißklebeband, weil einfach die beste Variante für mich. So, unten haben wir. Aber an der Seite müssen wir jetzt ganz knapp arbeiten. Und dann nehme ich einen Klebstoff, mit dem ich einfach ziemlich genau kleben kann. Und dann nehme ich in dem Fall mal wieder meinen Präzisionskleber. Und den setze ich auf diese Kante, weil hier sehe ich ja, wie weit ich hoch muss. Und den klebe ich ganz knapp hier lang. Sollte da was überschwappen, dann muss ich das wegwischen. So, wichtig ist, dass wir hier das Ende wieder reinfädeln. Es dauert einen kleinen Moment. Das ist der Moment, wo du dir belegte Brote holen kannst oder mal ins Bad gehen kannst. Ich hab's gleich fertig, Moment. So. Prima, zugeklebt. So, sitzt gut. Ich darf also nicht über 0,5 mm drüber kommen. Hier unten die Klebefläche nur abziehen. Natürlich die Schutzfolie. Und das Ganze rüberkleben, festkleben, andrücken und freuen, wenn es hält. Einen Moment. Geduld. Das heißt ja hier auch ganz schön, sei mal eine Chillkröte. Wenn das jetzt nicht klebt, dann weißt du, womit du es nicht machen kannst. Kurz einen Moment warten. Es klebt nicht. Dann würde ich mal sagen, war es der falsche Klebstoff. Passiert uns öfter. Ist nicht schön, aber passiert. Also holen wir den guten Tombow raus. Wir wissen was. Präzisionskleber haftet nicht. Er ist für kleine, präzise Sachen. Also dann jetzt hier mit dem Tombow einfach rein, schmale Linie andrücken und fertig. Wenn das jetzt auch nicht klebt, dann packe ich ein und gehe heim. So. Kann ja mal sein halt. So, jetzt haben wir es aber. Super. Hält. Notfalls noch einen von den Bastler-Schraubzwingen nehmen. Aber passt. Und jetzt nehme ich das Stück, was ich ja auch schon fertig die Maße gesagt hatte und aufeinander geklebt habe. Das ist meine Auflage. Und den setze ich hier oben quer rüber. Nachher kommt der Kreis drauf. Also mittel ich das mit dem Kreis zusammen aus. Ich gehe wirklich genau an die Kante und setze es hier. Was klebt heute am besten? Doppelseitiges Abreißklebeband. Damit setze ich das hier einfach drauf. Das ist der Riegel für meine Karte. Da ist die Ecke. Hier gerade, da gerade. Und schon passt das. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt mit einem Magneten arbeiten. Den könnte ich hier hinten ransetzen und da auf die Rückseite. Und gute Nachricht, wir haben neue Magneten. Wir müssen da ausnahmsweise nicht sparen. Wenn wir den blickdicht hätten haben wollen, hätten wir ihn versteckt. Haben wir aber nicht. Also setzen wir ihn da drauf und hier hinten gegen. Da sitzt er. Und da jetzt die Klebefläche hier oben ist und wir öffnen, würde er wegrutschen, fixiere ich den einfach mit einem doppelseitigen Abreißklebeband. Soweit. Moment, mal hier ganz kurz einen Arbeitsschritt zurückgehen. So, das haben wir. Und jetzt geht es endlich an den Moment der Chillkröten. Ich nehme hier schon mal meine zwei Anhänger und probiere mal,
passt super rein. Ich werde den weiß machen, weil sieht man besser. Ja. Genau. Hier vorne mein Schildkrötenkreis. Ja, das passt auch. Mal mittig draufsetzen. Ich doch hier so ein ganz Teil verlaufen. Den werde ich genau in die Mitte setzen. Da passt der super hin. So. Dort haben wir. Der geht auf. So geht sie wieder zu. Schicke edle Karte. Das ist dieses Designerpapier-Tintenkunst. Das ist also eigentlich der Kracher. Der absolute Kracher. Ja, tanzen wir uns mal oder schleichen wir uns mal ganz langsam an das Stempelset ran und arbeiten zuerst mit den kleinen Schildkröten. Sind es ja Schildkröten oder Schildkröten? Man weiß es nicht. Okay, hier haben wir eine, die guckt nach rechts und eine, die guckt nach links. Das ist ja schon mal grundwitzig. Und auf die Rückseite nehme ich auch schon den Text, in der Ruhe liegt die Kraft, weil das wollen ja die Schildkröten uns in gewisser Weise hier vermitteln. Momentanes Lieblingsthema, muss man ja immer üben. Chill mal wieder. Wir wollen embossen. Heute ist es soweit. Ich hoffe, du erträgst das Rauschen meines Föhns. Es geht hier unten los. Es wird hier hingesetzt. Da ist die Frage, ob er gerade ist. Schließen er ist gerade. In der Ruhe liegt die Kraft. Hier sitzt es. Gold dazu. Haben wir hier in dem Näpfchen drin. Mein Embossingpulver. Löffelchen nehmen. Und einmal die Schrift reinhalten und drüber embossen. Abklopfen. Oh, das sieht aber auch wahnsinnig edel aus. Wenn es jetzt noch gerade wäre, wäre es top, ne? Der Föhn, du kennst das schon. Jo, jetzt kommt was aus dem Kapitel aus meinen Fehlern lernen. Hier links, siehst du, ist der Abdruck etwas dicker geworden. Da habe ich einfach zu viel gedrückt. Hier rechts sieht super und top aus und passt perfekt. Ich halte es mal so hoch. Ich finde, im Ganzen passt es trotzdem noch, aber ich wollte es mal gesagt haben. Jo, jetzt noch eine Runde Chillkröten aufbringen. Und zwar dachte ich mir... Stempelblock für die Chillkröte und ich embosse in Gold und setze die unten gerade hin, weil die muss ganz viel halten. Jetzt ist die Frage, ob ich sehe, wo ich hingesetzt habe. Ja. Eigentlich die Nase drauf halten will ich aber nicht. Ich lasse die hier mal so ein bisschen übereinander klettern. So, und jetzt schauen wir, was passiert ist. Und das sehen wir, indem wir das Embossingpulver drauf machen. Halt es so rein und lass es von oben nach unten laufen. An zwei Stellen hängen sie in der Luft, aber das kriegen wir nachher behoben. Wenn da was drauf ist, wo es nicht hingehört, nehmen wir ein kleines Pinselchen und machen das vorsichtig ab. Wobei so ein bisschen Goldstaub hat auch noch keinen geschadet. Der Föhn, du weißt Bescheid. So, und siehst du, das Gold komplett perfekt, kommt gut rüber. Eine Stelle muss ich nur nachfüllen, sonst läuft das Pulver weg. So, und jetzt mal zum Unterschied. Ich habe die auf schwarz schon fertig gemacht. Die schwarze mit dem Gold. Schön, das glänzt, das ist total edel. Und hier mal auf weiß. Hättest du also auch mit dem schwarzen Papier arbeiten können, aber ich wollte es eben so.
So, und das war noch nicht alles. Der Versuch geht noch weiter. Hier ist noch ein Stück Panzer von der Schildkröte. Ich bringe die kleine Bande mal hier runter. So. Und den Panzer nehmen wir jetzt in Aventurin und setzen den da einfach rein. Versuchen uns an den Rahmen zu orientieren. Hierin. So. Das haben wir. Und somit denke ich, ist die Hintergrundseite meiner Karte auch fertig. Es ist Gold drauf. Wir haben das Aventurin drauf und der Rand vom Schwarz. Und dadurch gibt es die Verbindung nach vorne wieder. Ich mache das mal auf. Ich denke, das passt. Das ist noch die Frage, ob da noch was dazu muss. Dann bevor man aufklebt. Aber geht natürlich später. Und zwar dachte ich mir, warum nicht? Da oben ist mir ein bisschen Stempelfarbe weggerutscht. Und hier sind so kleine Herzen drin. Und warum sollen nicht die Chillkröten mal so richtig ein paar Herzen stoßen hier? Jetzt mal, damit ist nämlich der Fleck, den ich da gemacht habe, schon wieder völlig weg. Und gute Nachricht, man hat weniger Platz für Text. Wenn man nicht so viel Text braucht, bietet sich das natürlich an. So. Mal schön alles aufheben und aufkleben lassen. Gut an den Kanten. Snail geht super. Das Einzige vom Nachteil ist, wir können nicht rücken. Aber mal ausgleichen hier. Nicht vergessen, das doppelseitige Abreißklebeband, die Schutzfolie ab. Und dann das Ganze auf damit. Hinten ist also die fertig. Schildkröten, die viele Herzen bringen und gechillte Stimmung. Super. Wie geht's weiter? Vorderseite. Ich merke immer, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. So, mal schnell den Stempel weg, dass mir nichts runterfällt, wenn du mich wieder erinnern müsstest. Jetzt nehmen wir eine der fertigen. Gleiches Prinzip auf Schwarz. Kleine Empfehlung, wenn du in was reinstempeln möchtest, solltest du in zwei Schritten embossen. Also ich habe das Gold gestempelt und mit Pulver eingeschüttelt, also Pulver draufgesetzt, das Ganze embossed und dann die Schrift reingesetzt, damit ich das besser markieren kann. Auch hier wäre möglich, dass wir den Untergrund noch gestalten. Wir haben hier so einen kleinen Grasstempel und warum denn nicht? Schaffen wir wieder eine Verbindung der Farben und der einzelnen Elemente zueinander. Dürfen es nur nicht zerstören. Aber das wird so. Super. Und da kommt jetzt unsere Schildkröte drauf. Schildkröte und die nehmen wir jetzt mit Abstandsklebepunkten. Vorher mal ganz schnell hier ein bisschen was wegradieren. Geht doch nichts über einen Klebstoff-Wegradierer. Das haben wir. Schildkröte. Abstandsklebepunkte. Einen auf dem Kopf. Zwei auf dem Panzer. Das muss dann aber auch reichen. Tierchen vermitteln. Jetzt so ein bisschen im Gras. Jetzt will fort, du siehst. Genau. Und was fehlt uns jetzt noch? Das Lesezeichen. Also die Stanzform, Anhänger nach Maß, die kleinere von beiden. Hier habe ich das Schwarz, das Weiß. Weiß nehme ich als Grundlage, weil sieht man hier oben gut. Und dann setze ich einfach mal das Schärchen an und schneide hier. Ach ja, ich habe das überlegt. Moment, ich habe mir was überlegt. Ich nehme also das Weiße und stempel unten in die Ecke. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir machen es wieder mit Aventurin. Und zwar haben wir den Text. Welchen nehmen wir? Da ist er. Schön, dass du da bist. Warum denn nicht? Schön, dass du da bist. Versuchen ihn da gerade drauf zu bringen. Hier unten in die Ecke. Wenn man sich nicht sicher ist, ob das gut wird, immer einmal vorher abstempeln. So, das haben wir. Es ist sogar gerade. Ganz beglückt. Und jetzt wissen wir, an welcher Höhe wir hier unser Teilchen abschnippeln. Und zwar schneide ich das mal hier ab. Leg das mal so drauf, das passt.
Und hier oben nochmal und schaue, dass das schräg sitzt. So. Und na prima. Klebe das auf. Das wird Lesezeichen. Und setze hier nochmal eine Schildkröte drauf. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das funktioniert, nimmst du ein Läppchen und streichst das hier einmal ab, dass es also völlig fettfrei ist. Sonst hast du beim Embossen immer eine kleine Schweinerei. Und die will ja keiner. Sonst finden sich Elemente, die dann einfach, also die Goldflocken hängen dann an der falschen Stelle und das sollen sie ja nicht. Also die Schildkröte hier mal noch drauf. Die Schild. Und dazu, wo war unser Herzstempel hier? Jetzt muss ich einmal gucken, wo sie sitzt. Und jetzt machen wir Folgendes. Probieren wir einfach. Wir nehmen die Herzen, setzen die hier oben so drüber mit Embossing und anschließend die nächste Runde in Grün. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Ist immer spannend, wenn ich nichts vorher aus, wenn ich sowas nicht vorher komplett ausprobiere, was dabei rauskommt. So, jetzt lege ich es mal so rum, dass nicht an den falschen Stellen was hängen bleibt. Und du siehst, der Schaden ist passiert. Von wegen mit dem Thema, wir putzen das mal ab schön. Das ging also schief. Schauen wir, dass ich hier so viel Gold wie möglich wegkriege. Notfalls pusten. Die Schildkröte ist nicht ganz. Also das ist diese Sache mit dem Fettfrei. Ne? Das muss wirklich exakt sauber sein, sonst wird das verwischt. Das wird jetzt hier verwischt, aber das, wie gesagt, ist das Kapitel, du lernst aus meinen Fehlern. Einmal embossen noch. Und wir setzen Tatsache, das was ich dir eben erklärt habe für die große, das machen wir jetzt bei der kleinen. Wir setzen da noch die Punkte rein. Das mache ich eben im zweiten Arbeitsgang, diesmal auch in Gold, weil in Grün würden wir sie nicht sehen. Und die kleinen Herzen sind mir auch noch nicht genug. Also setze ich die nochmal so um hier hin und werde jetzt doch in Gold arbeiten und nicht in. Aber das kann sich alles noch ändern. Wenn das schon. Mal drauf gepustet. Pinselchen da oben sitzt an der falschen Stelle. Fühlen. Ein kleiner Tipp, du könntest das vorher erst gestalten und dann aufkleben, wenn es nämlich schief geht. Kannst du nochmal nacharbeiten. So. Jetzt doch wirklich hier oben noch ein grüner Herzregen. Warum nicht? Die goldenen gehen in grün über. Und ganz oben in die Ecke noch einmal embossed. Du siehst das Prinzip, ich muss das auch einfüllen, sonst wird das weggewischt. Das ist eben die Sache beim Embossen. Immer einfüllen. So, fertig ist das Lesezeichen. Hat eine Weile gedauert, aber bin zufrieden. Man hätte natürlich jetzt auch noch das Designerpapier nochmal unterbringen können. Aber ich finde das so recht niedlich. Und was nicht funktioniert hat, siehst du ja, also das mit dem Fettfrei in sauberen Lappen und dann nochmal drüber wischen und dann jo, fertig ist die Karte. Die Faltkarte mit Lesezeichen. Und nun bin ich extrem gespannt, was mein Filius damit anstellt. Ja,
Er ist ja gerade zu Besuch bei mir im Norden und wir sind gemeinsam kreativ und mehr. Heute also eine weitere Ausgabe unseres Mutter-Sohn-Battles. Und du kannst entscheiden, welche Karte dir besser gefällt. Und ganz ehrlich, ich bin da völlig schmerzfrei. Ich bin garantiert einer der größten Fans vom Stempelnerd und mag all seine Kreationen. Also, ich bin gespannt, ich bin fertig. Meine Faltkarte mit Lesezeichen komplett. Mit dem Stempelset Schildkröten. Und nun bin ja noch gar nicht fertig. Weißt du, dann fehlt ja noch ein Band. Mensch. Nicht der fertige Beitrag. Also hier hinten noch ein Band reingefädelt. Das mache ich, wenn ich dann wieder allein bin. Jo, ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Willst du meine Idee nachbasteln, speichere sie dir am besten in einer Playlist. Dann brauchst du später nicht lange suchen. Du hast Fragen dazu? Schreib mir einfach. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keins meiner weiteren Videos. Alle Maße findest du auch auf meinem Blog unter www.stempelfamilie.blogspot.de. Die verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Gerne beantworte ich dir alle Fragen dazu. Ich wünsche dir kreative Zeiten, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.